Hallo, hallo, liebe Studenten, liebe Kollegen, willkommen zum nächsten EKG-Blog. Das ist die Basics, das ist kein EKG-Shot, sondern wir sind wieder bei den Basics. Wir haben im ersten Block die Frequenzbestimmung beschrieben und jetzt etwas interpretiert und erklärt. Im zweiten Block das Hauptprinzip der elektrischen Kardiographie, also des elektrischen Vektors, was er eigentlich anzeigt mit diesen QRS-Tacken und anderen Wellen im EKG. Und gerade von diesem Punkt können wir jetzt zu der Lagetippbestimmung kommen im dritten Basics-Block. Und wenn ihr diesen zweiten Block gesehen habt, wird dieser dritte Block bestimmt gut verständlich sein und man muss eigentlich nur an den Informationen vom vorherigen Block bauen. Also, wir haben vor uns ein EKG, wir wollen den Lagetipp bestimmen. Der Lagetipp des Herzens, der spricht von der frontalen Ebene, ja, von der frontalen Ebene. Das heißt, wir brauchen nur die Elektroden, die auf die frontale Ebene schauen. Das heißt, die horizontale Ebene, die können wir wegstreichen. Und die Elektroden von der horizontalen Ebene sind die präkordialen Elektroden. Also die können wir eigentlich streichen. Und ich habe hier schon den Kreis, der die frontale Ebene so also lokalisiert, das heißt, er wird in Grad eingeteilt, in 360 Grad. Man kann aber auch plus 180, minus 180 stellen. Und die Elektroden, die in die frontale Ebene schauen, die wissen wir, das ist die 1, die 2, die 3. Das waren die ersten drei von Einhofen. Deswegen sind sie nach dem Einhofen-Dreieck, das jeden Engel 60 Grad hat, ist es eigentlich ein Dreieck und deswegen ist 1 die 0. 2 die 60 und 3 die 120. Okay, und dann kamen noch die Extremitätenableitungen, AVL, AVR und AVF. Da wir schon in 0 Grad die 1 hatten, konnten wir auf die linke Seite nicht die AVL nehmen. Deswegen haben wir einfach entschieden, sie geht ein bisschen mehr nach oben. Also minus 30 Grad ist AVL und im kontralateralen Bild ist AVR. Im Spiegelbild von AVL ist eigentlich plus 150, aber wir haben gleich an der anderen Seite die 3, ja, das ist ein Spiegelbild und kontralaterale Bild ist eigentlich von AVL das AVR. Okay, also nicht verwischen, also nicht durcheinander nehmen. Ein Spiegelbild ist hier in dieser Richtung und kontralaterales Bild ist dieses Bild, entgegengesetztes Bild. Und wir haben noch in 90 Grad die AVF, zusammen 6 Elektroden und hier sehen wir die Kameras, was die Kameras eigentlich zeigen und anhand der Zacken der Kameras, das wissen wir schon im vorigen Block, können wir jetzt bestimmen, in welcher Richtung jede Kamera eigentlich, welche Bewegung diese Kamera beobachtet. Wir sehen, dass die Kamera 1 eine positive Zacke zeigt und das heißt, sie geht zu, die elektrische Aktivität geht vom Herzen zu der Kamera 1, also Richtung 0 Grad. Wir sehen hier auch eine kleine negative Zacke, das heißt, wir können schon jetzt sagen, dass die Richtung ist nicht ganz genau auf 0 Grad, sondern geht ein bisschen auch von der 0 Grad weg, weil hier auch ein wenig negative Komponente ist. Also es ist entweder 1, 2, 5 oder plus 1 bis 5 Grad oder minus 1 bis 5 Grad. Okay, also es ist nicht ganz 0. Wenn sie nur positiv wäre, wäre es eigentlich 0 Grad. Wenn sie aber auch ein bisschen negativ ist, dann ist es meistens nicht ganz genau in die 1, aber ein bisschen deviiert von der 1. Okay, gehen wir mal zur nächsten Elektrode. Was zeigt die Elektrode AVR? Ja, die ist leicht daneben. Die AVR zeigt eine klar negative Komponente. Das heißt, die elektrische Aktivität geht von der Kamera weg. Das heißt, die geht in das Spiegelbild von minus 150 und das ist oder 210, wenn ihr wollt. Und sie geht in die Richtung plus 30. Die nächste Kamera, wir haben nämlich 6 Kameras, ist die AVL. Die AVL zeigt eine überwiegend positive Deviation, aber auch ein bisschen negativ, aber überwiegend positiv. Das heißt, in Richtung AVL geht es hier. Und es ist ein bisschen negativ, das heißt, es ist nicht genau minus 30 Grad, aber ein bisschen deviiert von der minus 30. Okay? Und ich kann eigentlich jetzt schon sagen, wenn es ein bisschen deviiert von der 0 ist und ein bisschen deviiert von der minus 30, dann muss eigentlich der Gesamtvektor hier irgendwo in dieser Richtung sein. Aber wollen wir nicht gleich. Nicht gleich eilen, beschreiben wir erstmal, was die anderen Kameras zeigen. Alle Kameras lügen nämlich nicht, falls sie richtig gelegt sind. Also sie müssen einen bestimmten Gesamtvektor zusammen anzeigen. Also jede sollte eigentlich dieselbe Richtung zeigen. Okay, und was sagt die Kamera 3? Die Kamera 3 zeigt eine überwiegend negative Deviation, aber auch etwas positiv. Überwiegend negativ, das heißt, es geht bestimmt in diese Richtung, in diese Hälfte, aber sie ist
Auch ein bisschen positiv, also es ist nicht ganz genau in minus 60, sondern ein bisschen deviiert von minus 60. Und was zeigt die Kamera AVF? Die Kamera AVF könnte man sagen, das ist die meist äquivokale Kamera. Die hat nämlich die positive und die negative Deviation fast gleich. Ja, viele von euch können sagen, die negative Deviation ist ein bisschen mehr. Aber ausgeglichen mit den anderen Kameras muss man schon zugeben, sie ist am meisten äquivokal. Also gehen wir davon aus, dass sie äquivokal ist. Das heißt, diese elektrische Aktivität geht gerade im 90-Grad-Winkel zu der Kamera AVF. Entweder in diese Richtung oder diese Richtung. Das wissen wir nicht, okay? Wenn wir nur diese Kamera hätten. Aber zum Glück haben wir auch die anderen Kameras und wir können eigentlich anhand der anderen Kameras sagen, dass es eigentlich diese Richtung ist, weil die 1 positiv ist, okay? Also es ist diese Richtung. Okay? Und jetzt mal alle Kameras zusammen. Okay, Entschuldigung, noch die 2. Die ist überwiegend positiv, also plus 60, obwohl auch ein bisschen negativ, also nicht genau in plus 60, aber ein bisschen deviiert. Und jetzt alle Kameras zusammen. Das ist der Gesamtvektor der allen Kameras. Okay? Und wir können jetzt, also das sind alle Vektoren der Kameras, sie zeigen. Und wir können eigentlich jetzt daraus einen Gesamtvektor kalkulieren. Die kann man sogar mathematisch anhand der Deviationen im Millimeter, wenn man sie schön abzählt, kann man den Gesamtvektor gut auskalkulieren. Und dann bekommt man einen Gesamtvektor. Okay, ich zeige euch dann später im weiteren Bild, wie so ein kalkuliert wird, zum Beispiel aus 2 verschiedenen Vektoren. Aber das ist auch nicht ganz wichtig. Also der Gesamtvektor sehen wir hier, der geht zwischen minus 30 und 0. Das heißt, nach dem Deutschen ist es ein Linkstipp. Okay, eigentlich, wenn ihr wollt, im Slowakischen oder im Amerikanischen ist die Lagetypbestimmung etwas einfacher. Dort gibt es nur 3 Lagetypen und es ist eigentlich klinisch relevant, nur die 3 Lagetypen zu bestimmen. Das ist ein Linkstipp, das ist ein Normtipp und ein Rechtstipp. Ein Linkstipp, der enthält in sich auch einen Linkstipp, einen unüberdrehten Linkstipp und einen überdrehten Linkstipp. Also das alles nach dem Amerikanischen ist ein Linkstipp, okay? Von hier, manche sagen auch von der 1 diesbezüglich und man sagt hier so ein knapper Linkstipp, wenn es von minus plus 30 bis 0 ist. Okay? Und ein Normtipp ist eigentlich von der 1 bis AVF oder wenn ihr wollt, von der AVL bis zu der AVF. Okay, das ist ein Normtipp. Also ihr seht, im Deutschen enthält ein Normtipp eigentlich ein Indifferenztipp und auch ein Steiltipp in sich. Okay? Also wenn ihr wollt, ein Normtipp ist eigentlich ein Indifferenztipp und ein Steiltipp. Es wird einfach nicht geteilt im Amerikanischen oder Slowakischen. Und ein Rechtstipp ist mehr wie 90 Grad in dieser Richtung, okay? Und die Deutschen werden dann auch noch, teilen dann noch einen überdrehten Rechtstipp. Okay? Aber wichtig, klinisch relevant ist wirklich nur, ob es ein Linkstipp, ein Normtipp oder ein Rechtstipp ist. Linkstipp, Normtipp, Rechtstipp, okay? Wobei die deutsche oder auch die schweizerische Klassifikation nimmt den Linkstipp noch in 2 Hälften, in einen übertretenen Linkstipp und in einen normalen Linkstipp, also nicht übertretenen Linkstipp. Und ein Normtipp teilt die schweizerische und deutsche Klassifikation in einen Steiltipp und einen Indifferenztipp, okay? Und ich werde dann auch sagen, wie man anhand des EKGs dann unterscheiden kann, was genau es vom Normtipp ist, ob es ein Steiltipp ist oder ein Indifferenztipp ist. Wir können auch im EKG sehen, ob es ein überdrehter Linkstipp ist oder nur ein normaler Linkstipp. Und das werden wir natürlich im nächsten Block oder vielleicht auch noch jetzt, wenn die Zeit erlaubt, weiter klären. Okay, gut. Müssen wir aber wissen, brauchen wir aber wirklich alle 6 Kameras, um einen Tipp zu bestimmen? Nein, überhaupt nicht. Eigentlich brauchen wir immer nur 2 Kameras, okay? 2 Kameras, wenn wir den Linkstipp, den Normtipp und den Rechtstipp bestimmen wollen, okay? Dann brauchen wir nur 2 Kameras. Wenn wir aber die deutsche Lage bestimmen wollen, das heißt, wir wollen auch genau wissen, ob es ein Steiltipp ist oder ein Indifferenztipp im Normtipp. Oder ob wir wollen wissen nach dem Deutschen, ob es ein überdrehter Linkstipp ist oder nur ein normaler Linkstipp ist, dann brauchen wir 3 Elektroden dazu. Okay, und jetzt mal ganz einfach, nur die 2 Elektroden, die wir beurteilen. Wir können die Elektroden 1 und AVF nehmen, häufig werden aber auch nur 1 oder 3 genommen. In diesem Fall nehme ich mal ein Beispiel und in anderen EKG-Blogs beschreibe ich es dann mit den anderen Tricks, wie man die Lagetyp bestimmt. In diesem Fall nehme ich die 2 Elektroden 1 und die 3. Okay, und es ist eigentlich ganz einfach. Und jetzt einfach nur zuhören. Es gibt so eine schöne Eselsbrücke in der Slowakei und das ist die wahre und die nicht wahre Liebe. Wenn die Elektroden 1 und die 3 nicht entgegengucken, sondern sie lieben sich nicht, sie gucken auseinander. Die 1 guckt nach oben, die 3 nach unten, sie gucken nicht zu sich.
ist es eigentlich keine wahre Liebe. Und in Slowakei heißt es, nicht wahre Liebe ist nicht die rechte Liebe. Das heißt, eine falsche Liebe ist in Slowakisch eine linke Liebe. Das heißt, es ist ein Linkstipp. Okay, wenn Sie entgegengesetzte Richtung gucken, Sie lieben sie nicht, es ist ein Linkstipp. Wenn Sie zu sich gucken, in Ihre entgegengesetzt, also die 1 guckt zu der 3 und die 3 guckt zu der 1, also die 1 ist negativ und die 3 ist positiv, dann ist es eine wahre, eine rechte Liebe, also ist es ein Rechtstipp. Okay, und wie erklären wir das in diesen Lagetipp, also in diesen Vektoren? Ganz einfach, schaut mal her. Wenn die 1 positiv ist, dann geht es in dieser Richtung sicher. Es ist in dieser Hälfte der Kugel. Ja, die elektrische Aktivität ist sicher, der Vektor ist sicher in dieser Hälfte der Kugel, wenn die 1 überwiegend positiv ist. Und wenn die 3 negativ ist, dann ist die Aktivität sicher in dieser Hälfte des Kugels. Und wenn sie in dieser Hälfte des Kugels ist und in dieser Hälfte, das heißt, der Zusammenfang, ich werde es mal jetzt ein bisschen versuchen zu markieren. Also wenn die 1 positiv, überwiegend positiv ist, ist der elektrische Vektor der Aktivität sicher in dieser Hälfte der Kugel. Und wenn die 3 negativ ist, dann ist der elektrische Vektor sicher in dieser Kugel. Okay, in dieser Kugel aktiv irgendwo lokalisiert. Und das heißt, wo überlappen sich die 2 Kugeln? Eigentlich hier, okay, hier. Das ist die Überlappung der 2 Kugels. Okay? Und das ist eigentlich schon ein Linkstipp. Entweder ein überdrehter Linkstipp oder ein Linkstipp. Das heißt, ich weiß schon jetzt, wenn die Elektroden entgegengesetzte Richtungen gucken, dann ist es sicher ein Linkstipp. Okay? Und das ist eine Zusammenkalkulation der Vektoren. So tut man sie zusammen kalkulieren. Aber ich werde nicht wieder reingehen, weil wir sonst spielen wir die Zeit. Jetzt nehmen wir ein anderes Beispiel. Schaut mal, jetzt nehmen wir die Elektroden, wenn sie zu sich gucken, was ich gesagt habe. Sie gucken zu sich, sie lieben sich wirklich. Das ist, heißt, es ist eine rechte Liebe, eine wahre Liebe im Slowakischen. Und wie sieht es mit den Vektoren aus? Wir sehen, dass der Vektor 1 ist negativ. Es geht von der 1, von der 0, von den 0 Grad in Richtung minus 80 oder plus 180. Und es geht in Richtung 3, weil die 3 positiv ist. Und wenn wir jetzt die Vektoren, markieren, also die 1 ist negativ, die elektrische Aktivität ist sicher in dieser Hälfte der Kugel lokalisiert, irgendwo hier, okay, in dieser Richtung. Und wenn die 3 positiv ist, dann ist es sicher in dieser Hälfte der Kugel. Und das heißt, die Gesamtüberlappung der Vektoren heißt, die elektrische Aktivität muss sicher hier irgendwo sein. Das ist eigentlich ein Rechtstipp, okay? Sie gucken zu sich, es ist ein Rechtstipp, es ist eine wahre Liebe. Und ich werde es im Schluss nochmal so zeigen in einem Diagramm, also ein Rechtstipp. Das heißt, wir können bestimmen, ob es ein Linkstipp, ein Rechtstipp oder auch ein Indifferenztipp ist. Und das sehen wir jetzt in den Elektroden. Wenn die Elektroden beide so gucken, das heißt, sie gucken in eine Richtung, meistens sind die beiden positiv. 1 ist positiv, 3 ist positiv. Wie sieht es dann im Diagramm aus? Die 1 ist positiv und die 3 ist auch positiv. Und wie sieht der Gesamtvektor aus? Also wir markieren uns mal wieder, wo es irgendwo, wo diese elektrische Aktivität lokalisiert werden könnte. Hier ist der Vektor ist positiv, das heißt, sie ist bestimmt irgendwo in dieser Halbkugel. Und die 3 ist positiv, es ist bestimmt in dieser Halbkugel. Das heißt, die Überlappung ist hier, das heißt, der elektrische Vektor, Gesamtvektor ist irgendwo hier lokalisiert. Und das ist eigentlich ein Normtipp. Dort gehört ein Indifferenztipp und ein Stalltipp mit rein. Und eigentlich ein Normtipp. Also, was ich damit sagen wollte, ist jetzt ganz einfach. Excuse. Jetzt gehe ich gleich zu den Schemata. Wenn die 1 und die 3 zu sich guckt, ist es nach dem Slowakischen eine rechte Liebe, eine wahre Liebe, weil sie sich wirklich lieben, weil sie zu sich gucken. Und wenn sie voneinander gucken, die 1 mag die 3 nicht und die 3 mag die 1 auch nicht, dann ist es eine nicht wahre Liebe, eine broken Liebe, eine falsche Liebe. Und falsch in Slowakisch heißt nicht rechts, sondern links. Links ist falsch, okay? Und das ist eine falsche Liebe, also ein Linkstipp. Also bei einer richtigen Liebe haben wir einen rechten Tipp. Bei einer falschen Liebe, linken Liebe, haben wir einen Linkstipp. Okay, Bravo-Tipp ist auf, Entschuldigung, habe ich es nicht übersetzt. Bravo-Tipp ist ein Rechtstipp, Lavo-Tipp ist ein Linkstipp. Und wenn es so ist, wie es meistens
im Leben ist. Sie liebt ihn, er liebt sie nicht, oder er liebt sie und sie liebt ihn nicht. Beide gucken in eine Richtung, das heißt, die 1 guckt nach oben und die 3 guckt nach oben, die 3 guckt zu 1, aber die 1 guckt nicht zu 3. Dann ist es eigentlich ein Norm-Tipp und der kann einen Stahl-Tipp und einen Indifferenz-Tipp enthalten. So wie ein Links-Tipp, wenn diese Elektroden so lokalisiert sind. Das kann ein Links-Tipp, aber auch einen überdrehten Links-Tipp in sich enthalten. Und wie unterscheidet man das an der Elektrode 2? Und die Elektrode 2, die man dann anschauen muss. Ich sage es hier ganz kurz, aber ich mache dann sicher noch dazu noch ein Video. Die Elektrode 2, wenn sie hier im Linkstip negativ ist, ist es ein überdrehter Linkstip. Wenn sie positiv ist, ist es ein normwertiger Linkstip. Und wenn hier die Elektrode 2, die höchste Amplitude, die Erzeuger ist die höchste, in diesem Fall, wo 1 und 3 positiv ist, aber die 2 ist, die hat die höchste Amplitude, dann ist es ein Stahltipp. Wenn die 2 nicht die höchste Amplitude von diesen 3 Elektroden hat, dann ist es eigentlich ein Indifferenztipp. Okay, aber das werde ich dann in nächsten Videos erklären. Ich hoffe, ihr habt es verstanden und werden natürlich in weiteren Blogs wieder fortfahren. Wenn nicht, ihr habt dazu Platz, dass ihr kommentieren könnt und wir können das gerne noch weiter erläutern und erklären in den nächsten Shorts oder in den nächsten Blogs. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.